Na, na, meine Lieben, was geht? Warte mal, ist das überhaupt? Ist das an? Hallo? Ist das an hier? Kann man mich hören? Ja, ich denke schon. Wir befinden uns mal wieder hier im Haus der nackten Damen. Das Haus der nackten Jungen. Die Maler. Sagen wir mal, Maler. Willst du dich mal irgendwie anziehen vielleicht? Geht das? Warum kann ich sie nicht mehr anziehen, Marla? Marla kann nur im Bikini. Na gut. Wenn Ma Ach so, Marla hat, ich habe gesehen, das fällt mir gerade ein, zufällig heute. Marla hat Geburtstag, glaube ich. Alles Gute, Marla. Zum Geburtstag. Ich feiere jetzt mit dir in Sims nicht Geburtstag, weil sonst wirst du gleich erwachsen und dann bist du alt. Nein, Quatsch. Blutjung natürlich. Nein, also, alles Gute, lieber Marla. Wir gucken mal, was die Anika macht. Wo ist sie denn? Anika. Auch, wie sind Annika? Liebe Annika, wie zur Hölle bist du dort hinausgekommen? Can you explain this to me? I think not. Wie hast du dich herausgecheatert, hä? Kannst du mir das irgendwie plausibel erklären, liebe Annika? Willst du sterben da draußen? Was ist los mit dir? Wie? Ich frage mich, wie? Warum? Und wie kriege ich dich jetzt da raus? Wie habe ich denn das jetzt ausgeblendet? So. Okay. Ja, okay. Gut, Annika. Mein Gott. Bauen wir das mal gerade hier hin. Dann baue ich dir jetzt mal gerade eine Tür ein. Ist ja wohl unglaublich. Ach, jetzt kann ich da keine Tür reinbauen. Wieso kann ich... Da steht der Schreibtisch davor. Okay. Ganz ruhig bleiben, Peggy. Kannst du jetzt bitte da rausgehen oder reingehen? Du wolltest aufs Klo. Komm schon. Mein Gott. Ja, manchmal passieren solche total abgefahrenen Sachen, wo ich mir dann wieder denke, wieso? Ja? Wieso passiert das? Und warum immer mir? Ja? So, okay. Alles klar. Na, alles wieder safe im Haus? Ich glaube ja. Dann können wir ja weitermachen, wie gehabt. So, ich wollte noch, wir hatten das ja das letzte Mal schon geklärt. Ne, Marla macht die Labortechnikerin. Oh, der Michi! Michi! Michi, ich muss Michi. Boah, Michi, du könntest mal ein bisschen abspecken, oder? Michi lässt sich ein bisschen gehen mal wieder. Das ist wieder, wenn man die Sims länger nicht beobachtet. Wieso kann ich nicht mit ihm reden? Was macht Maler denn? Maler? Mit ihr kann sie reden hier mit der Marina. Kann ich mir mal hier freundlich vorstellen. Wo sind eigentlich meine Gang? Guck mal hier, das ist der Jan, ne? Der Jan Itor. Na, versteht er? Janitor, Janitor, Hausmeister. War sehr kreativ, der liebe Jan beim. Naja. Ein Neuer in der Nachbarschaft. Guck mal, wer ist denn da? Guck mal, wer ist denn das? Das ist der Pecky, ne? Und das ist natürlich die Anna. Was machen denn Anna und Pecky hier draußen am See? Anna schaut etwas. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wieso sie so guckt, aber es sieht lustig aus. Und wer ist denn noch hinten? Da ist der Michi. Wir gucken mal noch so. Da ist der Max. Maxi im Garten. Wir schauen nochmal hier rum mit unserer. Da ist die Pika. Und wo ist Walter? Na, wo ist Walter? Irgendwo hat sich Walter bestimmt auch versteckt. Hier mit unserer. Können wir so mit dieser Sicht können wir nicht spielen, ne? Das ist ein bisschen schade. Oder doch? Ja, guck mal. Das können wir auch so einfach weiterlaufen lassen. Na, Pika, du? Na, du? Na, wo gehst du hin? Und wo schaust du hin? Ja, die gehen da alle so ein bisschen. Jetzt geht die Anna darüber. Ah ja.
Hallo, willst du nicht Hallo zu Anna sagen? Oh, Maler. Ah, der Peggy, was macht der Peggy? Peggy stolziert da auch. Die Anna geht jetzt da hinten irgendwo hin, ich weiß nicht. Ah, guck mal, die beiden treffen sich da gerade. Na, ihr Zweis. Wir machen hier so ein bisschen Stalking Sims, ne? Ja, ja. Na, ihr? Ja, ja. Na du? Das ist, da muss ich auch mal gleich nochmal rüber gucken in den Haushalt. Warte mal, was macht ein Peggy jetzt da? Habe ich eigentlich gesagt, der Peggy soll sich mal da kurz hier mit der Marla sich mal und dann hier die Anna auch mal da ein bisschen Leute kennenlernen hier. Das wäre mir schon sehr wichtig. Ach, guck mal, die Gabi, ne? Und hier der, ich vergesse mal, wie er heißt, tut mir echt leid, der Olli, natürlich. Dag, ja, ja. Neu in der Nachbarschaft, ne? Marla und Anna kennen sich noch nicht, das stimmt wohl. Wo ist denn Annika? Annika, du musst auch mal ein bisschen Leute kennenlernen. Hier, guck mal, sag mal Hallo zu Anna, ne? Und sag mal Hallo zum Peggy. So, lustig vorstellen. Das wird schon. Oh, guck mal. Der Patrick. Warte mal, den könnt ihr auch nochmal kennenlernen. Hier gleich mal den Patrick. So. Der gleich mal hier alle neu in der Nachbarschaft, ne? Wieso bleibt eine Anna jetzt da stehen? Ah, okay. Da kommt die Annika schon. Annika zieht dir doch was an. Das ist doch nicht. Das hast du doch nicht nötig. Outfit ändern. Alltagskleidung. Könnt ihr beide mal machen. Also nicht als wird schlecht aussehen, aber... Ja. Das ist doch deutlich angebrachter oder hier für die Straße, oder? Oder nicht? Also sie scheinen sich ja wirklich Mörder viel zu... Annika, was ist denn das für ein Blick? Annika? Hallo? Annika, bist du noch bei uns? Hallo? Ah ja, okay. Ja, sie ist da. Ah, guck mal, wer ist da? Wen haben wir denn da? Die Kiki Kipper? Aha. Ganz schön krasses Teil hier, die Annika, ne? Ich finde, die zwei sind sich so ähnlich, die Maler und die Annika. Auch von den Outfits und sowas. Das ist total klasse. Das passt richtig gut zusammen. Da bin ich schon recht froh, dass ich die in so einen Haushalt zusammengepackt habe. So, meine Lieben. Jetzt genug mal von denen hier. Wir gehen mal speichern und werden verwalten. Und mal hier ins Haus nebenan. Da müssen wir auch noch ein bisschen gucken. Da fehlt ja auch noch Inneneinrichtung und alles. Also wir haben ja noch mehrere Baustellen, ne? Also, eieiei. Aber wenn wir mal wieder ein bisschen öfter mal so ein Sims-Dinger einlegen oder mal ein bisschen streamen oder sowas. Da hier Newcrest, ne? Und Denne haben wir ja da noch die Baustelle hier, das müssen wir auch noch testen. Dann habe ich hier noch ein Haus, das ist noch so, da zwei so Typis. Und dann hier die noch, ne? Die Nitreschis, ne? Und da, wo auch der Janitor dabei ist, das gehört noch komplett gebaut, das ist noch grobe Baustelle, so. Und dann machen wir hier mal zu den Haus Manika, der Olli. Ah ja, die Judith hat ja gesagt, dass das noch nicht so durch ist, ob das mit dem Olli wirklich ein Pärchen ist oder nicht. Da müssen wir nochmal gucken. Aber normalerweise ist das ja schon so ein bisschen Pärchenhaus da. Und eins habe ich ja noch freigelassen, weil ich da noch überlege, ob ich da Lea und Lotti reinhole. Ich glaube ja. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es wirklich noch nicht. So, na ihr Schätzgeleins hier, was ist los? Verstehen die sich denn eigentlich, die beiden? Ha? Wir müssen mal gucken, dass hier Good Vibrations existieren. Ha? Zwischen den Damen und den Jungen und natürlich auch crossmäßig. Auch richtig coole Charaktere hier, die Judith da mir geliefert hat. Finde ich beide echt cool, den Olli und die Judith natürlich. Oh, der Olli scheint... Ich weiß nicht. Jetzt mal nichts gegen ihn, aber der Olli scheint mir ein bisschen weibisch rüberzukommen, oder? Findet ihr nicht auch? Der ist so ein bisschen... Schon so ein bisschen gay. Also halt, ne? Ach, Pika. Pika denkt immer noch an das eine.
Ich mag dieses Outfit voll, was Judith da hat. Das ist schon sehr lustig. Die Stimme passt halt so gar nicht zu ihm. Was hat er? Ja, oh. Ja, ja. So doppeldeutige Zoten. Das könnte, ja, hi, na, Gabi. Bitte. Und weg. Ihr könnt doch ruhig irgendwas machen, Leute. Liebe Leute, ihr habt doch alle Häuser. Ich muss die mal zuteilen. Macht ihr mal, wer will denn wo wohnen? Wer möchte denn wo wohnen? Habt ihr... Ja, wie wähle ich das aus? Pass mal auf, wir machen das so. Da hat er noch kein Haus ein Badezimmer, ne? Ist mir aufgefallen. Da muss ich ja jetzt nochmal überall ein Badezimmer reinbauen. Bin ich eigentlich von allen guten Geistern verlassen, dass ich hier ein Haus baue, das kein Badezimmer hat? Also bin ich eigentlich total gelähmt? Und wo mache ich das Badezimmer rein? Ich denke gerade so darüber nach, das hier irgendwie an diese Treppendinge anzupassen. Also dass hier immer an die Treppe das Bad rankommt. Aber versteht ihr? Das müsste ja dann so, wenn ich das hier so ne, hier wie hier. Gut, da ist die Treppe so rum. Aber hier war das halt dann so. Irgendwie so und so, ne? Das wäre dann so ein Baderaum. Ich denke, das ist okay, oder? Das verbraucht jetzt nicht zu viel Platz. Sonst können wir hier nämlich auch machen. Ich glaube, das ist ganz okay. Müssen wir halt die Fenster... Wobei, ist egal, da hinten kann eh keiner reingucken. Müssen wir mal schauen, wie man das... Oder? Weil sonst... Weil ich möchte jetzt nicht hier machen, dann ist so viel Platz hier und den schönen Erker da irgendwie vollgestellt. Aber da ist natürlich ein bisschen blöd. Da müsste ich jetzt das quasi so machen. Oder? Nicht, dass das so klein wird. Aber das geht, oder? Ansonsten ziehe ich das halt noch ein bisschen. Dann kann man da trotzdem rein. Ja, ist da hinten ein bisschen doof. Ja, oder? Ich baue da auch die Treppe um. Und drehe sie auch in die Richtung. Wollen wir das vielleicht mal machen? So. Genau. Hier, wie bei den anderen, ne? Dann hätte ich nämlich hier noch die Möglichkeit, dass ich den hier so mache. Ja, und dann... nee. Kann ich jetzt da nicht den hinten da reinziehen? Warte mal, dann reiße ich die Wand nochmal ein. Aha. Aha. Aha, liebe Leute. So geht das nämlich. So. Nein, nein, nein. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, weg damit. Okay. Ja, da weiß ich jetzt nicht, ob dann, weil dann, genau, dann ziehen wir hier vielleicht das auch nochmal so ein bisschen vor. Denn sonst ist das schon sehr klein, ne, das Badezimmer, oder? Das wäre schon sehr klein. Und ich meine, der Raum unten, der geht ja eigentlich von der Größe her. Ach so. Ach so. Das habe ich falsch konzipiert. Uiuiui. So, und dann hier nochmal den da. Genau. Ah ja, das habe ich hier nämlich gar nicht abgeschlossen auf der anderen Seite. Das war etwas unüberlegt. So, jetzt ist es ein Raum. Okay, dann haben wir hier drei Badezimmer. Ich mache das deswegen, weil ich will jetzt testen, also quasi eine natürliche Auswahl, wer jetzt hier in welches Badezimmer geht, dem gehört das dann auch. Ne? Versteht ihr, was ich meine? Ihr kriegt jetzt mal alle dasselbe Badezimmer. Ich baue das vielleicht nochmal um. Hier, ihr kriegt so einen dunklen Boden und ihr kriegt so einen hellen Boden. Oder? Ja, und der hier passt eigentlich da. Guti. Achso, Wandfarbe vielleicht noch. Ja, da gehört schon so eine halbe Fliese rein. Ja, das kann man machen. Das ist so ein bisschen unpassend. Ich mag diese farbigen Fliesen ganz gerne, ehrlich gesagt. So. Und das kommt so. Und das kommt hier so. Na, warte mal, auch so eine halbe. Geht das auch eine halbe hier so? So, nee, das ist nicht schön. So, ja, machen wir das doch so. So, und jetzt, meine Lieben, machen wir Natural Selection, okay? Das heißt, wir nehmen Toiletten. Was kriegt er denn? Was habe ich Geld? 14.000, naja, geht so, ne? Hier in so ein John, also so ein bisschen... Oh, muss ich mal schauen, ob wir da überhaupt eine Dusche reinkriegen. Hier, passt da eine Dusche rein? Da passt auch eine Dusche rein. Guck mal, das ist ja ein super Duschdings. Das ist ja klasse.
Da kriegt jetzt jeder von mir hier so eine Dusche in diese Duschennische. So, ja, der Hammer. Da haben wir den Platz super wirtschaftlich ausgenutzt, oder? Würde ich mal sagen. So, da, perfekt. Achso, ich wollte Natural Selection machen. Also, hier kriegt alle einen John, ja? So, dann der John. Der John entscheidet jetzt. Der entscheidet jetzt, wer wo wohnt, ja? So. Gut. Also, alle Johns sind verteilt. Und jetzt gehen bitte alle mal auf die Toilette. Wie mache ich das denn jetzt? Okay, so, nee, hier, so, nein, so, da, da. Okay, Blase und du, nein, Blase. Komm, geh, Blase, geh aufs Klo. Du gehst auch. Schnell, ihr müsst alle aufs Klo. Ihr müsst alle aufs Klo. Fuck, keiner muss aufs Klo. Ich wollte auch Natural Selection machen. Damit ich halt dann aufs Klo gehen, wisst ihr? Ha, sie haben keinen Weg. Wieso haben sie denn keinen Weg? Ach, weil ich keine Türreiniger gebaut habe. Mein Gott. Meine Natural Selection funktioniert natürlich nicht ohne Tür, nicht Vollhorst. So, könnten wir mal hier vielleicht so eine klassische... Ich nehme... Ich weiß immer nicht. Aber das, von außen sind die halt schon eher so rustikal, ne? Dann müsste ich so eine Standard, eine schlichte Tür einfach auch hinnehmen. Machen wir die doch hier so neben dem Treppengedönse. So, und auch hier, neben dem Treppengedönse. Okay, meine Lieben, Experimento. Klo, aus, habe ich gesagt. Aus und Klo und Klo und Klo und los. So, wer läuft wo rein? Das ist natürlich jetzt schwierig. Ja, super. Ihr Volltrottel. So, wer wird sich hier durchsetzen? Das entscheidet. Aha. Da setzt sich natürlich der Olli durch. Gut. Dann würde ich mal sagen, jetzt gucken wir mal, was noch passiert. Also, die Pika ist hier hingerannt, der Olli ist da reingerannt und die Judith ist hier reingerannt. Das macht mir jetzt natürlich die Sache eher schwierig. Wer entscheidet denn in einem Fall? Ach, guck mal, die Judith geht auch hier rein. Na gut. Dann würde ich mal sagen, Pika und Maxi hier, Judith und Olli hier und der bleibt noch frei. Da kommen dann die potenziell Nächsten rein. Ich vermute mal, dass das auf jeden Fall Lotti und Lea sein werden. Müssen wir mal gucken. Wir müssen gleich nochmal in den Haushalt von Fiona und Co. rüber gucken. Und dann schauen wir uns das nochmal an, was da so los ist. Und dann bauen wir auch mal hier dieses Ungetüm zu Ende. Könnte auch noch ganz interessant werden. Muss ich mal gucken, dass ich das hier nicht so massiv baue, ne? Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Und wir sehen uns in der nächsten Episode. Und bis dahin, bis gleich. Man schafft immer nicht so viel in Sims, ne? Ist euch schon mal aufgefallen, aber ich mach's halt auch immer ein bisschen gern detailgetreu, ne? Es ist immer schon so ein bisschen tricky. Aber wir machen auf jeden Fall stetisch weiter. Oh ja, oh ja.